Mehr als ein Flirt war es am Ende dann doch nicht. Kylian Mbappé wechselt nicht zu Real Madrid und bleibt bei Paris Saint-Germain. Am Ende hatte dann wohl vor allem dieser Mann etwas gegen den Transfer zu den Königlichen. Wie man zum absoluten Weltstar wird, kann ihm Lionel Messi in Zukunft also höchstpersönlich zeigen. Doch wie genau wurde der Franzose eigentlich in so jungen Jahren schon zu einem der besten Spieler der Welt? Kylian Mbappé Lottin macht seine ersten fußballerischen Schritte bei der AS Bondy, einem Club aus dem Pariser Ballungsraum. Heute ist Mbappé in Bondy eine lebende Legende. Schon als Kind sind Mbappés Trickreichtum und seine Dribbelfähigkeiten außergewöhnlich. Sein Vorbild, na klar, Cristiano Ronaldo. Seine Eltern legen großen Wert auf die Erziehung, Höflichkeit, Bildung, Kultur. Mbappé besucht Museen und spielt Querflöte am Konservatorium. Mbappé lernt also schon früh diszipliniert an sich selbst zu arbeiten. Im Alter von 12 Jahren der Wechsel in die Jugend der AS Monaco. Er ist gerade mal 16, als er 2015 für die Monegassen in der Ligue 1 debütiert. Zum viel zitierten Wunderkind wird Mbappé spätestens in der darauf folgenden Spielzeit. Am Ende der Saison 2016-17 hat Mbappé 38 Spiele in der Liga und der Champions League für die AS Monaco absolviert und 21 Tore erzielt. Und das alles im zarten Alter von 18 Jahren. Und so alt ist er auch, als er für die Equipe Tricolore debütiert. Gründe gibt's für das große Paris Saint-Germain längst genug, ein Kind der Vorstadt zurück in die Hauptstadt zu holen. Direkt in seiner ersten Saison avanciert er bei PSG zum Stammspieler. Und dann kommt der Sommer 2018. Kylian Mbappé erreicht schon mit 19 Jahren das Größte. Er wird als zentrale Figur in der Nationalmannschaft Frankreichs Weltmeister und der beste junge Spieler des Turniers. Spätestens jetzt gilt er als Jahrhunderttalent und einer der besten Außenstürmer der Welt. In den drei folgenden Jahren wird er zum wichtigsten Offensivspieler PSGs, schafft es 2020 mit Paris bis ins Champions League Finale und verliert gegen den FC Bayern. Es ist seine erste große Niederlage und vielleicht ja insgeheim auch ein Grund, warum er jetzt eben doch bei PSG bleibt. Welche Gründe auch immer am Ende dazu geführt haben, dass Mbappé immer noch bei PSG spielt, der Zeitpunkt für einen Neuangriff auf den Champions League Titel mit Paris Saint-Germain könnte besser kaum sein.